Der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist nach 3 Monaten aus seinem selbstgewählten Exil in den USA zurückgekehrt. Unter großem Jubel wurde der Rechtspopulist am Donnerstag am Flughafen der Hauptstadt Brasilia von hunderten Anhängern begrüßt. Spitzenvertreter seiner liberalen Partei erwarten, dass der 68-Jährige die Opposition gegen den linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva anführen wird, gegen den er als Amtsinhaber bei der Wahl im Oktober knapp verloren hatte. Nach seiner Ankunft kam Bolsonaro mit Parteikollegen zusammen und keilte dabei gegen die regierende Arbeiterpartei. Der aktuelle Präsident sei nur für eine kurze Zeit an der Macht, das müsse man den Menschen deutlich machen. Er kehre mit großem Stolz zurück, so Bolsonaro weiter. Vor seinem Abflug in Orlando im US-Bundesstaat Florida hatte sich der frühere Armeeoffizier zurückhaltend geäußert. Er wolle seiner Partei mit seiner Erfahrung bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr helfen. Die Präsidentenwahl im Oktober sei eine abgeschlossene Sache. Wie auch Ex-US-Präsident Donald Trump hat Bolsonaro seine Wahlniederlage nie anerkannt und das Ergebnis angezweifelt. Er hatte sein selbstgewähltes Exil damit begründet, dass er Ruhe brauche. Kritiker meinen hingegen, er habe den Ermittlungen gegen ihn aus dem Weg gehen wollen. Dabei geht es unter anderem um seine Angriffe auf das brasilianische Wahlsystem, aber auch seine mutmaßliche Rolle bei der Ermutigung von Anhängern, die am 8. Januar Regierungsgebäude gestürmt hatten.